Schön, lieber Thomas, dich hier im Urania Planetarium im Holländerviertel in Potsdam zu treffen. Du wurdest in Rostock geboren, vor 60 Jahren, und warst schon mit 20, also in den 80er Jahren, in deiner Heimatstadt Greifswald als Lyriker, Karikaturist, Liedermacher und Schmalfilmer tätig, hast Untergrundfestivals und einen Super 8 Filmzirkel organisiert. Dass du so früh kreativ wurdest, wie kam das? Habe ich oft und lange überlegt. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich angefangen habe zu schreiben, weil ich nicht gut reden konnte. Ja, also immer wenn alle so pointiert irgendwie eine Antwort hatten und sich gestritten haben und irgendwann, bei mir ging das immer, ich habe so ein bisschen vor mich hingestottert und da habe ich dann lieber geschrieben. Ich habe aber auch meine Plüschtiere in ein Raumschiff gesetzt und zu irgendwelchen Planeten geschickt, schon als Kind, und so das erste Heftchen gab es dann mit 12, glaube ich. Ja. Hat es dann aber eine Gedichtesendung im DDR-Jugendradio, ja, nachdem du dann FDJ Poetenseminar besucht hattest. Ja, das hing damit zusammen, dass ich so lustige Sachen gemacht habe und da standen die drauf. Ja. Wir haben ja alle wir wollten immer alle natürlich veröffentlicht werden, und das war tatsächlich meine einzige Veröffentlichung in der DDR, aber immerhin diese Gedichtesendung, Gedicht am Dienstag im Jugendradio DT64. Und die fanden es so lustig, dass sie damit noch die Silvestersendung bestückt haben. Dann. Also da war ich dann schon recht stolz. Ja. Das ist interessant. Weißt du noch, was du damals mit den Gedichten bei der DDR-Jugend erreichen wolltest? Naja, erstmal wollte ich vor allem auf mich aufmerksam machen, wie das so ist in dem Alter, ne? Dass man irgendwie eine Stimme haben möchte. Ne? Natürlich möchte man die Mädchen beeindrucken, ne? Wenn man nichts macht, dann wird man ja auch, dann achtet keiner auf einen. Ja. Und wenn man aber irgendwo vorne steht und ein Gedicht vorträgt, oder ich war ja auch Liedermacher, habe dann abends am Lagerfeuer meine selbstgemachten Lieder gejammert, oder eben natürlich auch Reinhard May oder was damals alles so in war. Und da standen die natürlich drauf und da hatte ich dann bessere Chancen. Ich glaube, dass das eigentlich dahinter steckte. Aha, ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, hatte das auch einen politischen Aspekt, und das hat mich auf die Frage gebracht, wie politisch sollte generell ein Autor sein, oder was bedeutet der politische Aspekt beim Schreiben für dich? Naja, natürlich haben wir als Jugendliche darüber nachgedacht, wie die Welt um uns rum ist. Und in der DDR gab es ja vieles zu kritisieren und aus meiner Sicht auch immer zu verbessern. Also ich wollte eigentlich die DDR nicht abschaffen damals, ich wollte sie immer besser haben, ne? Und natürlich ging das mit in die Filme rein und ging das mit in die Gedichte rein und was man dann halt so geschrieben hat. Also richtig Hardcore-Schreiben ging dann los während der Armeezeit, weil man da hatte man nur Probleme und nur Widerspruch. Und das musste natürlich alles irgendwie verarbeitet werden. Und natürlich war es immer politisch. Ne? Und natürlich hat uns dann die Stasi auf den Kicker gehabt und hat Haussuchungen gemacht und hat alle Filme beschlagnahmt und die Schriften und so. Das war schon eine wilde Zeit. Also die 80er waren ja eben für uns auch sehr politisch in der DDR. Wenn man irgendwie intellektuell war, ist man relativ schnell angeranzt. Also Ich erinnere mich an ein Gespräch in der Akademie der Künste, wo damals der Günter Grass und die Christa Wolf noch dabei waren. Mhm. Ist vielleicht schon 15, 20 Jahre her, weiß ich nicht. Und die beiden verlangten, dass Schreiben einen politischen Impetus haben sollte. Das wurde aber von den anderen Autorinnen vollständig abgelehnt. Wie siehst du das? Na, wir wurden auch so erzogen. Ne? Also es hieß immer, Kunst ist Waffe, und wir sind mit Friedrich Wolf groß geworden oder natürlich auch mit Christa Wolf, oder für uns war immer, also schon von der Erziehung her war immer klar, dass Kunst auch immer irgendwie politisch ist. Das war in der DDR natürlich so gewünscht, aber es war natürlich immer politisch gewünscht, dass man für den Staat politisch ist. Ne? Und ich war dann zum Beispiel beim Poetenseminar in Schwerin, das war so das Nachwuchsauffangbecken, ne? Beim zentralen Poetenseminar, da war ich einmal und dann nie wieder, weil die hätten mich nicht mehr genommen.
genommen. Ich habe parallel schon Lesungen beim Kulturbund gemacht. Das war denen alles sehr suspekt. Und sie haben es natürlich gemacht, um solche Leute wie uns rauszufiltern und sie möglichst bald unter ihren Fittichen zu haben. Deswegen haben sie Jugend gefördert. Und natürlich wollten sie auch ihre linientreuen Leute dort ranzüchten. Und da war ich dann irgendwann, war klar, ich bin nicht der richtige Kandidat dafür. Aber ich habe die Chance gehabt, mich da weiterzuentwickeln und auch gute Ausbildung damals schon zu haben. Und der politische Anspruch gilt heute auch noch? Bei mir auf jeden Fall, ja. Also ich bin jetzt nicht nur politischer Autor, ne? Also ja. Ich sehe mich ja vor allem auch als fantastischer Autor. Aber das, also so Science Fiction aber da sind ja auch Zukunftsentwürfe drin und alternative Lebensentwürfe und wie könnte es sein und das ist, hat immer einen Hauch von Politischem. Ne? Also ich bin damit groß geworden und ich werde das auch nie lassen. Also das sind schon immer. Du siehst dich aber nicht nur als Autor. Auf deiner Webseite www.thomasfrick.de steht, dass du außerdem Regisseur bist. Was ist dir am wichtigsten? Ja, gute Frage. Also ich habe als Regisseur viele Jahre verbracht und mache das natürlich auch gerne nach wie vor. Mache auch nach wie vor politische, also vor allem natürlich Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Das ist eigentlich das, worauf ich mich inzwischen eingeschossen habe. Mache also immer Umweltspots eigentlich jedes Jahr mit einer NGO in Dresden zusammen oder habe auch eine NGO mitgegründet, wo es auch darum ging, wiederum Jugendliche zu unterrichten, wie sie Werbung verstehen und dann mit demselben Handwerk ihre eigenen Visionen zu formulieren. Und von diesen Jugendlichen, das ging ja jetzt über Jahrzehnte fast, sind viele dann in die Fridays for Future-Ecke und so weiter gewandert. Und wir haben immer noch sehr aktive kleine NGOs oder Ableger von unserer auch, von Using Green ist der Name, die irgendwo auf der Welt aktiv sind. Unsere Gruppe in Kairo hat 800 Mitglieder, das ist vollkommen irre. Ja. Die haben sich jetzt auch gerade mit Frau Baerbock getroffen, der Außenministerin in Kairo, ging es um Umweltfragen und so. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Ne? Und da ging es auch um Dramaturgie, was ich denen beigebracht habe. Ne? Also ich versuche das jetzt weiterzuführen in Richtung Literatur. Weil ich so seit 5 Jahren ungefähr mehr Literatur mache, als mich, sag mal, aktiv jetzt um Filmprojekte zu kümmern, weil einfach Literatur schneller umzusetzen ist. Man schreibt, ne? und man kann loslegen, beim Film braucht man immer Geld und Förderungen und so. Ne? Ja, kommt in der Literatur irgendwann dann auch, ne? Aber später, und man kann sich erstmal verwirklichen, das ist schon mal gut. Ja, ich hatte gelesen, dass du seit 2015 verstärkt eine schriftstellerische Entwicklung anstrebst. Wie ist es dazu gekommen? Na, es ging ein bisschen früher schon los. Ich habe im Rahmen von einer Drehortsuche auf den Malediven einen kurzen Reiseroman oder eine Reiseerzählung, sagen wir mal, von 120 Seiten verfasst. Das sollte ursprünglich mal für die zukünftige Filmcrew sein, dass die sich da schon mal vorbereiten können. Und das ist aber meine erste Veröffentlichung geworden und also die erste, wo ich jetzt auch versucht habe, Geld für zu nehmen und sie zu verkaufen. Und die perfekte Insel heißt es. Und von da aus ging es dann so weiter. Dann habe ich als nächstes dann Drehbücher von mir, wo immer klar war, die werde ich so schnell nicht gefördert bekommen, weil einfach 4 Jahreszeiten drin vorkommen, damit ist es dann schon wieder zu teuer. Mhm. Ne? Und habe ich einfach dann angefangen, diese Drehbücher in Literatur umzusetzen. Ja, das erste war eine autobiografische Auseinandersetzung mit Stasi-Erlebnissen, mit Bespitzelung im Freundeskreis und aber auch dann dem politischen Hintergrund, also was ist aus der Stasi nach der Wende geworden, wie haben sich da Seilschaften aufgebaut, also Sachen, die mich beschäftigt haben, hatte ich ursprünglich als Drehbuch versucht umzusetzen. Und habe dann meinen ersten Romanversuch daraus gemacht, der immer noch in der Schublade liegt. Ne? Und so ging es dann weiter. Und irgendwann so vor 5, 6 Jahren, inzwischen fast 7, habe ich dann gedacht, naja, ich habe selber schon seit Anfang der 90er habe ich schon unterrichtet, Dramaturgie. Also alles, was ich irgendwo gelernt habe, habe ich immer gleich wieder weitergegeben. Ne? Das war oft. Aber habe dann irgendwann gedacht, naja, versuch doch selber mal irgendwie dir Handwerk
zu besorgen irgendwo nochmal, also wirklich Schreibhandwerk. Und habe dann, das ging los mit Wolfenbüttel an der Bundesakademie und habe da einen riesen Schub bekommen, also wo ich erstens eine Menge gelernt habe, zweitens gemerkt habe, wow, da gibt es ja einen Haufen Leute, die genauso sind wie du und die auf so einem ähnlichen Level sind, noch nicht richtig veröffentlicht, aber eigentlich talentiert. Und das regt so an, ne? Und dann eben die Leute kennenzulernen, die einen dann auch wieder fördern. Also der erste war Uwe Anton, der also mir angeboten hat, eine Perirodan-Geschichte zu schreiben, eine kleine aus dem Stellaris-Zyklus. Dadurch kam es dann zu einer Veröffentlichung dann auch in dem Perirodan-Universum. Parallel weiter die Reisegeschichten, die ich dann im Self-Publishing veröffentlicht habe, Kurzgeschichten, die ich veröffentlicht habe, auch vorwiegend im Self-Publishing, aber dann auch mehr und mehr in Zeitschriften oder in Anthologien, wie das denn so ist, wenn man so als junger Schreibender sich dann so weiterentwickelt, ne? Kurzgeschichten. Aber das ist auch tatsächlich erst seit dieser Zeit, 2016 rum, dass ich überhaupt zum Beispiel erstmal Kurzgeschichten für den Zweck geschrieben habe. Ich dachte immer gleich, ich schreibe Romane, und das waren dann immer Versuche, die jetzt noch in der Schublade liegen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, also mit Kurzgeschichten sich auszuprobieren, weil man schneller Öffentlichkeit bekommt, weil man schneller auch mal einen Preis gewinnt und auch mal Geld dafür bekommt, als dass man gleich den großen Roman bei einem Verlag unterbekommt. Also um sich zu professionalisieren, ist es ja auch wichtig, sich die Werke anderer SchriftstellerInnen anzueignen. Welche magst du da besonders? Naja, ich bin natürlich interessiert an Fantastik. Ne? Da gibt es von Jules Verne über Stanislaw Lem bis zu den aktuellen The Expanse, dieser große Romanzyklus. Also ich habe da eine Menge Sachen entdeckt, wo ich auch immer mal wieder lese, bin aber auch sehr in der Thriller und auch wie in Richtung politischen Sachen unterwegs. Also James Ellroy ist für mich auch stilistisch ein ganz interessanter Schriftsteller. Ich lese dann auch zwischendurch mal einen Klassiker. Heinrich Mann ist einfach großartig, ja, wo ich erst zwei Anläufe brauchte, überhaupt mich reinzulesen. Henri Cut oder so, ne? Habe auch mit dem zweiten Teil angefangen aus Versehen. Aber habe dann irgendwann, als ich drinne war, das so genossen, also was man mit Sprache machen kann. Ich habe ja immer schon gelesen. Ne? Ich habe mit Dr. Doolittle als Kind oder mit Puder Bär und so weiter angefangen. Also das sind auch alles Sachen, die mir heute auch noch was geben. Ne? Also die richtig guten Sachen, die sind so zeitlos. Und auch gerade einfache Sachen sind mir sehr, sehr wichtig. Ja. Viele Autoren schöpfen ja beim Schreiben aus dem eigenen Erleben. Kann das in der Fantastik oder inwieweit spielt das eigene Erleben in der Fantastik eine Rolle bei dir? Also möglicherweise ist einer der Gründe, Fantastik zu schreiben und so weit aus der Realität erstmal rauszugehen. Möglicherweise hat das deswegen angefangen, weil ich eine Scheu hatte, über meine Umgebung zu schreiben. Also dabei erwischt zu werden, dass man irgendjemanden denunziert, indem man über ihn schreibt. Also so denkt man ja vielleicht als Anfänger. Das war dann Grund genug, also so ganz weit rauszugehen, wo sich keiner möglichst wiedererkennt, was natürlich Quatsch ist. Also inzwischen bin ich da ganz anders drauf und versuche natürlich ins Leben zu gucken und ins Leben zu greifen, weil das eigentlich ja immer die wirklichen Geschichten bringt. Also nicht das, was man irgendwo gerade im Fernsehen gesehen hat oder gelesen hat, sondern das, was man persönlich erlebt hat oder Charaktere. Und natürlich bringe ich heute in fantastische Geschichten Personen mit rein, die ich real erlebt habe und die ich einfach spannend finde. Und du schreibst dann alltäglich, oder wie stelle ich mir deinen Arbeitsalltag als Schriftsteller vor? Ich meine, beginnst du morgens in einer bestimmten Zeit, und wie schreibst du, per Hand oder am Rechner? Schön wär's. Also ich schreibe am Rechner, das kaum noch per Hand. Ich habe so eine Klaue, ich würde es kaum wiedererkennen. Aber ich habe nicht so einen geregelten Tagesablauf. Ich bin doch ein ziemlich spontaner und sporadischer Schreiber. Ich prokrastiniere gerne. Ich habe manchmal wochenlang, wo ich einfach nichts zustande bringe. Und wenn ich dann aber etwas habe, meinetwegen einen Roman, wo ich sage, okay, der
bringt mich auf die Palme, ja, und da bin ich drinne, dann kann ich auch wirklich am Tag 10 Stunden durchknüppeln und das über 3 Monate. Ich habe den Luna 15, einen Roman, der zumindest in der ersten Fassung fertig jetzt ist, da habe ich die erste Fassung inklusive Recherche in einem halben Jahr geschrieben, also das und schon Überarbeitungsrunden und so weiter, ne? Also dann nochmal die Überarbeitung mit Testlesern und das schon mal an jemanden schicken, nochmal ein Lektorat mit reinholen und so weiter. Das hat dann nochmal 1-2 Jahre gedauert. Andreas Eschbach hat mir da zum Beispiel sehr geholfen, aber das dauert dann auch ein Dreivierteljahr, bis er dann auch gelesen hat und dann mal antwortet. Und dann möchte man das natürlich auch wieder alles richtig machen, was er einem vorgeschlagen hat. Und ratzbatz vergeht sehr viel Zeit, ne? Aber in solchen Phasen bin ich dann sehr fokussiert und sehr fleißig und prokrastiniere gar nicht mehr. Dazu muss aber der Motor der Geschichte mich gepackt haben. Ne? So, dann geht es. Ansonsten hänge ich nur da und Facebook und Du schreibst spontan, sagst du. Das wirft bei mir die Frage auf, welche Rolle spielt die Dramaturgie der Geschichte dabei? Also arbeitest du dir vorher die Dramaturgie aus oder wie funktioniert das bei dir? Naja, wenn ich einen Plan habe und wenn ich ein Ziel habe, dann kann ich auch sehr strukturiert sein. Also dann, ich bin ein großer Fan von Struktur, das kommt auch aus der Filmdramaturgie. Ja, also Anfang, Mitte, Ende, Protagonist, Strategien, Hindernisse, diese ganzen Sachen und das richtig reißbrettmäßig erstmal sich zurecht konstruieren oder zumindest bei Kurzgeschichten so ein Grundgerüst, wo soll es hingehen, was ist meine große Endaussage oder die große Emotion, die ich erreichen will. Dementsprechend konstruiert sich alles von hinten nach vorne. Ne? Das sind Sachen, die ich ja seit Anfang der 90er Jahre selbst unterrichte und wo ich wirklich gute Hollywood-Leute als Lehrer hatte. Also das sind Sachen, da bin ich sogar relativ sicher, also meine ich zu sein, dass ich dieses Handwerk auch inzwischen anwenden kann. Und dann bin ich auch sehr strukturiert. Ich plotte dann, ne, mache meine Kärtchen oder meine Schneeflockenmethode. Es gibt ja Sachen, die ich dann wirklich auch gelernt habe und habe natürlich auch in den letzten 5 Jahren irre viel dazugelernt. Wenn ich jetzt mir angucke, was ich vor 7 Jahren geschrieben habe, bin froh, dass das damals keiner veröffentlicht hat. Ja, geht uns aber allen so. Ja. Offenbar macht dir das Schreiben Spaß, wenn du mal in Fahrt bist. Ja. Hat das Schreiben auch was Belastendes für dich? Naja, der Schritt, um reinzukommen. Ne? Wenn ich an einem Roman sitze, wo ich einfach Meter machen muss und Kapitel für Kapitel mich an meinem mir gesetzten Gerüst langhangle, dann ist es relativ einfach. Dann habe ich auch keine Schreibhemmung. Ich fange einfach an, das Kapitel davor oder was ich am Vortag gemacht habe, zu überarbeiten. Und dann bin ich so drinne, weil ich dann schon wieder so viele neue Ideen habe und das Gehirn im Fluss ist, dass ich dann in das neue Kapitel rein eigentlich ohne Schwierigkeiten komme. Da habe ich nicht so die Probleme. So generell mich dazu aufzuraffen, überhaupt mal wieder einen Stoff weiterzuführen, ne, der liegen geblieben ist, wo man nicht mehr so drin ist mit dem Kopf und so, ne, da tue ich mich dann eher wieder schwer. Das heißt, es gibt dann auch Zeiten zwischendurch, wo ich nicht so richtig irgendwas mache, da knöpfe ich mir dann eher eine Schreibaufgabe vor von irgendeiner Anthologie und mache dann eine Kurzgeschichte dafür. Das geht dann wieder, ne? Also wenn man auch wieder zielgerichtet arbeiten kann, wenn ein Thema vorgegeben ist, das ist dann wieder einfacher. Und wenn du einen Roman durchgeschrieben hast, den dann zu überarbeiten, das fällt ja auch leicht. Ja, eigentlich schon. Also wenn der Zeitraum nicht zu lange verstrichen ist, ne, dass man so ganz raus ist, dann wird es wieder schwierig. Also es kommt auch mal vor, dass ich ein liegen gebliebenes Ding, um zu prokrastinieren, mehr vornehme. Also weil ich was anderes nicht schreiben mag, nehme ich mir was vor, was lange schon liegt oder so, ne, um dann einfach mal wieder frei zu werden mit dem Kopf. Dadurch kommen dann so verschiedene Projekte auch immer mal so einen Schritt vor und keins wird so richtig fertig. Ne? So, gleichzeitig ist ja immer noch die ganze Arbeit, dass man auch versucht, sie irgendwo einzusenden, sie mit Kollegen zu diskutieren und so weiter. Das sind so Sachen, wo vieles auch parallel läuft. Und du bist gleichzeitig auch noch engagiert in anderen Fragen. Du hast vorhin von der Umwelt-NGO gesprochen, dann bist du ja auch als Krankenpfleger tätig. Welche Rolle spielen diese Engagements in deinem Schreiben? Na, um mal anzufangen mit dem Krankenpfleger. Ich habe das mal mit Diplom studiert vor über 30 Jahren und habe jetzt irgendwann, als ich, sag mal, das Filmemachen
wie gesagt, also war schwer Geld zu kriegen und so weiter und ich wollte mehr schreiben, das heißt, ich brauchte mehr Zeit, musste aber auch irgendwo Geld verdienen und da habe ich mir gedacht, ach naja, du kannst doch Krankenpfleger, es gibt einen Pflegenotstand. Und dann habe ich einen Kollegen getroffen, der sagt, du, man kann auch für 450 Euro bei uns arbeiten, irgendwie drei Nächte im Monat und mal vorbeigucken. Und das habe ich auch so vor 5 Jahren gleichzeitig mit dem vermehrten Schreiben angefangen. Bin witzigerweise am produktivsten, wenn ich da mal eine Stunde Zeit habe zwischendurch. Ne, das ist ja Nachtdienst, ich mache grundsätzlich Nachtdienste. Wenn da einfach mal Ruhe ist und da sitze ich mit meinem Laptop und da geht es interessanterweise am besten, weil ich da am wenigsten prokrastiniere dann wieder. Ne? Es sei denn, jemand fällt aus dem Bett und ich muss schnell hinlaufen. Du tauschst dich auch gerne mit anderen Autoren, ja. Autorinnen beim Schreiben aus. Du schreibst also weniger allein vor dich hin. Ich schreibe allein vor mich hin, aber natürlich möchte ich es dann mit anderen austauschen. Allein was wir beide machen, dass wir uns gegenseitig Texte zuschicken, ne, das ist einfach, was auch Goethe und Schiller gemacht haben. Das ist ja nichts Anrühriges, weil man jetzt irgendwie betrügt und sich von jemand helfen lässt oder so. Das ist das, was ein Schriftsteller tun sollte, ne, dass er also auch andere Leute checken lässt, die eine Menge davon verstehen, die vielleicht eine andere Sicht haben, die einen auf Dinge hinweisen können. Das habe ich so schätzen gelernt in den letzten 5 Jahren und da ist das Literaturkolleg natürlich ein ganz großer Ort dafür. Und wir hoffen, wir fördern uns gegenseitig in der Professionalisierung. Worin siehst du deine Zukunft als Schriftsteller? Vielleicht als Nobelpreisträger? Ich werde ihn ja nicht kriegen. Also ich bin ja auch mehr, sagen wir mal, ein Genre-Schreiber und diese ganze Hochliteratur, da bin ich wahrscheinlich zu doof zu. Also wenn ich das manchmal so sehe, so auf den Buchmessen, so die ganz klugen Leute, die sich da austauschen, da denke ich immer, naja, ich würde es auch nicht lesen. Also ich bin schon, bei mir muss schon ein bisschen Abenteuer dabei sein und dann aber auch Politik vielleicht und so. Also ich bin halt, komme auch aus der Unterhaltungsliteratur, muss man wirklich sagen. Und insofern ist der Nobelpreis nicht das, das müsste schon ein seltsamer Zufall sein. Also ich meine, auch Bob Dylan hat ihn gekriegt, ist ja auch eine ironische Frage und kann man gar nicht ernsthaft antworten. Aber was die Zukunft, die ich sehe, ist schon im professionellen Schreiben. Also ich würde schon gerne, sagen wir mal, Bücher verkaufen, ne? Also und auch davon leben können. Das ist im Augenblick ja nicht so. Ein paar Kurzgeschichten, mal 400 Euro für eine Kurzgeschichte reicht nicht zum Lesen. Und man muss schon sehr bekannt sein und das muss schon richtig gut laufen, bis man von Romanen dann wirklich auch leben kann, das weiß ich. Ne? Solange kann ich aber wunderbar auf einem relativ einfachen Level mir die Miete mit anderen Sachen verdienen. Bin ja nach wie vor auch Regisseur, also einer der Gründe zu schreiben ist nach wie vor ja meine Stoffe bekannt zu machen. Und ich sag mal, wenn ein Roman funktioniert, auch, weiß nicht, auch Jevtuschenko hat seine eigenen Romanen verfilmt, da gibt sich auch andere, Michael Crichton oder so, das schließt sich meiner Meinung nach nicht aus. Ist kein Muss und da hängt jetzt nicht meine große Seligkeit dran, aber das wäre zum Beispiel auch ein Plan. Ne? Also ich sehe mich weiter als Filmemacher nach wie vor, aber eben auch als Autor und aber auch als Lehrer. Interessant. Ja. Also wir haben vom Literaturkollegium Brandenburg aus ja selbst auch Literaturpreise ausgeschrieben. Und da ist ja immer die Frage, welcher Text ist gut? Was siehst du als guten Autor oder Autorin an? Gute Frage. Also ich denke, bei mir ist wichtig, dass es mich bewegt. Ja? Also es gibt ein paar handwerkliche Dinge, die einfach sein sollten. Ich meine, ich habe jetzt auch gerade einen Preis gewonnen mit etwas, was in einfacher Sprache geschrieben war. Ja, und es muss gar nicht die große Literatur sein, aber es muss einen berühren. Es muss einen berühren und etwas in einem auslösen und meiner Meinung nach auch einen auf eine... Einen zu etwas mobilisieren oder so, ne? dass man sich für ein Thema interessiert oder sich für was einsetzen möchte. Also ich bin ein großer Moralist eigentlich als Künstler, witzigerweise, ja. Also ich will schon die Welt besser machen und ich will etwas erzählen oder den Leuten etwas zeigen, was sie entweder in eine Katharsis stürzt, wo sie dann über sich nachdenken und ein besserer Mensch werden wollen, ja. Also wenn ich aus dem Kino gehe oder ich habe ein Buch gelesen und ich möchte danach ein besserer Mensch werden, dann hat das funktioniert. Den Maßstab kann ich nicht an jedes Werk anlegen. Ich möchte auch einfach manchmal nur unterhalten werden. Ne?
Aber so in der Richtung geht es schon. Ich will was auslösen beim Leser und das erwarte ich auch von anderen, wenn ich was lese oder einen Film sehe. Ja. Du hast für deine Geschichte Hinter der Maske einen Publikumspreis in der Nacht der Poesie des Literaturkollegiums Brandenburg bekommen. Warum hast du die Geschichte geschrieben? Das ist ja das, wovon ich auch gerade gesprochen hatte. Ich bin ja Pfleger in einer psychiatrischen Pflegeeinrichtung, ne? Und wir haben dort Leute mit Down-Syndrom, wir haben Autisten in verschiedenen Schweregraden. Und es hat mich oft sehr berührt, wie die also mit der Corona-Situation umgegangen sind, ohne sie völlig zu verstehen. Aber sie haben relativ schnell gelernt, damit umzugehen. Und also klar, wenn jemand gar nicht für sich selber sorgen kann und gar nicht über sich reflektieren kann, es ist schwer, ihn an eine Maske zu gewöhnen oder wenn er infiziert ist, im Zimmer zu bleiben. Das sind richtige Probleme. Ne? Aber ich sag mal, jemand mit einem Down-Syndrom, der jung ist, der rebelliert, die haben eine Pubertät mindestens genauso schlimm wie wir. Ne? Also das sind eigentlich ganz normale Menschen, nur eben ein bisschen anders an einer anderen Stelle. Und Kunst ist ja oft die Welt im Wassertropfen, also all das in einer kleinen Form wieder zu entdecken, auf eine andere Art. Und da habe ich so berührende Sachen gehabt, also die wie jemand sich damit auseinandersetzt, und das wollte ich irgendwie loswerden. Und dann war natürlich die Möglichkeit, das in einfache Sprache zu packen. Also es so ganz einfach und damit auch entwaffnen, Simplicissimus-mäßig oder so auszudrücken, ja. Das ist auch ein Riesenspaß und hat witzigerweise einen großen Unterhaltungswert, aber es wirkt auch emotional, dass man über sich selber und sein eigenes Verhalten in dieser Pandemie und so weiter nachdenkt. Und das war so das, was offenbar gut angekommen ist. Also ich hatte einen Riesenschiss. Ich habe noch nie vor einer Lesung so einen Schiss gehabt wie bei der Alexandrowka-Lesung. Vielleicht hat sich das auch übertragen, diese innere Spannung, mit der ich das dann auch jeden Satz also gelesen habe. Vielleicht hat sich das, vielleicht hat das auch irgendwie was ausgelöst bei den Leuten, und ja, offenbar hat es funktioniert. Also mir gefällt die Geschichte sehr. Darf ich fragen, wie lange hast du an der Geschichte gearbeitet? Oh, das kann ich gar nicht mehr sagen. Also normalerweise an der Kurzgeschichte in der Länge ist der erste Entwurf immer relativ schnell. Das sind ein paar Stunden, ne? Und dann bin ich aber lange am Überarbeiten. Also du hattest ja vorhin schon nach der Überarbeiten-Frage gefragt. Also ich feiere dann wirklich an jedem Wort und werde manchmal dann auch immer unsicherer, ob das genau richtig ist. Werf dann wieder weg, geh wieder nach vorne, streich mal was, stell mal was um und so weiter. Da hilft es natürlich auch immer, das an Testleser, an Kollegen zu geben, die dann einfach einmal was dazu sagen, wo sie es einfach nicht mehr verstehen, weil man das so kaputt gefeilt hat, dass einfach das Eigentliche nicht mehr durchkommt. Ne? Und dann muss man manchmal auch einfach wieder sagen, okay, ich nehme jetzt mal hier drei Adjektive mit rein, damit es wieder ein bisschen plumper klingt, aber menschlicher so. Ne? Das ist überhaupt so eine Phase, die ich gerade habe, wo ich das wiederentdecke, nach dem ganzen Handwerk und diesem ganzen Verboten im Kopf, die das Schreiben manchmal ja auch sehr einengen, habe ich jetzt beim letzten Workshop gemerkt, wo ich plötzlich dann auch wieder auflebe und wo die Sachen auch besser werden, wenn man einfach auch mal sagt, scheiß drauf, schreib einfach mal, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Ne? Das finde ich auch wichtig. Ich kenne das gut, dass man an Punkte kommen kann, wo man verzweifeln möchte. Da stellt sich ja die Frage, wie entspannst du dich dann in solch einer Situation? Prokrastinieren wahrscheinlich, keine Ahnung. Also die Spannung ist dann nicht so schlimm, dass ich mich dann aktiv entspannen müsste oder so. Also meine Entspannung ist Disc Golf spielen, also Frisbee-Scheiben in den Wald zu werfen und sie zu suchen danach. Das ist eine Sportart, ne? Also Disc Golf nennt sich das. Ja. Das ist eigentlich mein Sport, und da ist man im Wald und da ist man fokussiert, einfach Ziele zu treffen, und das ist eine Sache, die eigentlich das Beste ist, was mir auch passiert ist in den letzten Jahren. Also. Schön. Also das waren meine Fragen, Thomas. Gibt es deinerseits noch etwas zum Schluss, was du ergänzen möchtest? Naja, ich hatte ja noch angekündigt, ein bisschen über Pläne zu reden.
Also als Literaturkollegium Bitte. Haben wir eine Menge vor. Wir haben heute gerade über einen Jugendliteraturpreis gesprochen, den wir eventuell für nächstes Jahr, also jetzt Ende des Jahres 2022, in die Ausschreibung geben, dass dann vielleicht die Preisverleihung und dann daran hängende Seminare als Angebot für Jugendliche, ne? Also dass sozusagen die Besten ein Seminar dafür bekommen. Das ist so der Plan für nächstes Jahr. Auch hier in der Urania, also im Planetarium der Urania im Holländerviertel haben wir Pläne. Ich möchte gerne mal gucken, gibt es fantastische Schriftsteller, also Fantastik-Schriftsteller in Brandenburg? Ich kenne kaum jemand. Also ich weiß, dass einige von uns hier und da mal ein kleines Ding geschrieben haben, Heidi Ramlow oder so, ne? War sehr witzig, was sie da geschrieben hat, aber es gibt jetzt nicht Science-Fiction-Schriftsteller. So, ne? Bin ich der Einzige? Kenne ich die anderen einfach nur nicht? Ich kenne sehr viele in Süddeutschland oder durch die Seminare, so Leute, die an Perirodan angedockt sind und so weiter. In Berlin gibt es welche, aber hier eigentlich nicht. Ne? Die werden sich nach der Sendung bei uns im Literaturkollegium melden. Werden sich alle melden. Aber hier an diesem Ort würde ich gerne eine Lesereihe machen mit fantastischen Schriftstellern. Das ist eins der Pläne, was ich mir gut vorstellen könnte. Natürlich auch, um selber lesen zu können, mal immer gerne. Ja. Klar, schön. Schönen Dank, Thomas, dass ich dich interviewen durfte, ausfragen durfte. Heinrich, ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen uns unterhalten konnten und danke dir auch sehr. Schön.